Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir stehen noch einmal hier in vor Projekt Purity. Könnte man sagen. So, ja, doch. Und wir gehen jetzt über die Brücke hier. So, als allererstes stellt euch einen auf Supermutanten und alles mögliche an bösen Gegnern. Ja, man sieht hier, ne, Jefferson Memorial groß angelegt und aufgebaut zu. Ja, zu was? Zu einem Wasseraufbereiter. Komm her, du Mistvieh. Wir aktivieren mal den VATS-Mode. Rumpf, Zunge, Kopf. Achso. Alles klar. Aktivieren. Nicht getroffen. So. Dafür ist der aber gut. Das ist manchmal ganz praktisch. Biegt ja nichts, dann nehmen wir es uns. Wir räumen hier jetzt erstmal außen die Anlage auf, ne? Und dann. Oh, ich bin schon wieder. Hab schon. Und dann dann fahren wir erstmal nach Hause. Fliegen, fahren und teleportieren. Die treffen mich ja kaum. Aber ich bin doch dafür ganz gut mittlerweile. Oh, Tanz. Ey, ich habe ihn ins Bein geschossen und er ist tot. Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr gut ausgeruht. Gegenstände. Ameisenfleisch, die Handgranate, okay, das war jetzt ein bisschen blöd, aber ansonsten. Ach, eigentlich hat uns gar nicht so erwischt. Doch hier.
Aber es war zu wenig für ein Level Up. Naja. Ich bin auch jetzt erst 6 Minuten am Spielen, also es wäre jetzt langweilig. Ich jetzt direkt nach Megaton und alles in den Schlaf legen würde mich. Cut. Ich habe Außenanlage aufgeräumt hier. Es laggt. Ah, wunderbar. Hier, Nagelbrett. Die hole ich irgendwie nie, weil ich einfach keine Nahkampfwaffe brauche. Sagen, gehen wir mal rein. Rein ins Jefferson Memorial. Nein! Sie wollen uns dann schießen. So, hier ist mein Bomben. Na toll, jetzt anstatt meine Erlaubnis wieder aufzufüllen. Okay. Suchen wir mal weiter. Ah, das hat uns jetzt ein bisschen angekratzt. Ja. Also, was machen wir? Genau. Wir nehmen mal Red X. Und ich würde sagen, ja. Ameisenfleisch. Wie gesagt, wir müssen sowieso alle Supermutanten jetzt rennen erstmal beseitigen. Müssen wir. Also wir haben keine andere Wahl. So, das hier ist noch unwichtig. Ja, also hier werdet ihr jetzt zwangsweise auch dann an Orte kommen, an die ihr später nochmal müsst. Aber jetzt im ersten Moment ist das erstmal unwichtig. Ja, ich würde sagen. Ah, das ist herrlich.
Problem ist, meine Waffe ist mittlerweile im richtig schlechten Zustand. Das ist natürlich nicht so falsch. Und wir steigen mal auf das hier um. Okay, hier wollen wir nichts. Wir benutzen jetzt echt mal das Sturmgewehr, also ganz im Ernst. So viel Munition, wie wir dafür haben. Auf zum Memorial-Rundbau. Ich spiele hier nicht mehr. Erfüllt im Projekt Purity nach Papa suchen. Und wir müssen jetzt hier, also das hier ist Projekt Purity, das ist der Aufsteiger. So, erledigt. Das Sturmgewehr und ein bisschen Munition. Waffen. So. Und hier haben wir Tagebucheinträge, jede Menge. Papas Holo, wenn er nach Hinweisen auf seinen Aufenthalt veröffentlicht hat. Papas Tagebuch Nummer 10 an. Könnten wir jetzt machen, aber das ist nicht gut. So, hier sehen wir das Jefferson Memorial. Da ist Jefferson. Hallo Thomas Jefferson. Hallo. 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 Reinige das Wasser. Los, reinige es. Na gut, dann eben nichts. Hilfsfilter. Zusätzlicher Filter Medikamente. Medikamente, ja. Das Schleusentor. So. Moment, wo ist es denn? Hier bin ich rausgekommen. Oder? Oh, nach. Hehe. Da gehen wir aber noch nicht rein. Gehen wir mal in den Keller noch ein bisschen aufräumen. Kelleranlage. Doch, bevor es hier nun weitergeht, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Schnitt und sehen uns im nächsten Video, Leute. Also, bis denn.